Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator 18. Heute mal mit dem Centex Hallo. wieder. Weil der Centex, der hockt nicht im Multiplayer, der hockt in Stuttgart. Was? Ja. Scheiß wohl. In meiner Wohnung. Yeah. Und. Ja. Zimmer. Ja. Und wir fahren Bus. Halt. Nach dem Bus Simulator fährt man. Nach Bus. Nee, nicht nach Bus, sondern ich dachte im Bus, nee, im Bus Simulator, fliegt man für die NASA Raumschiffe. Ja. Wäre doch ein schöner Plot-Twist. Ich brauche eine Fahrkarte. Wissen. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Kennst du? Hast du alle mitbekommen, diese Wendungen? Ja. Die waren alle. Echt krass, Denke. Ne? Kenn ich alle persönlich. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Einzel. Standard. Noch nicht passend zahlen. Wir können nie passend zahlen. Das kriegen die schon alleine geistig nicht hin. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. So. Nächster Halt, Punic-Gasse. Punic. Bei Punic muss ich jetzt, ohne dass das Werbung sein soll, irgendwie immer an Punica denken. Hashtag Sponsored, Hashtag Product Placement. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt ja. sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Aber was fährst du eigentlich da für eine Route? Was ich da für eine Route fahre? Welchen Bus vor allem? Wir fahren mit einem Bus der Kölner Verkehrsbetriebe. Der Kölner Verkehrs... Ne, wir fahren mit einem Bus der Kölner Verkehrsbetriebe, was man gleich auch an den nächsten... Und... Nein! Ich dachte, ich werde von Schienen gelenkt. So, Einbahnstraße. Ha! Ja, und rau das Ding weg. Nächste Straße erst. Also, ich möchte übrigens anmerken, ich sollte lieber keinen Führerschein machen. Ja, und mit Vollspeed rein. Ach, Glück. Rechts. Oh, 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 oh. Nächstes Bus. So, wir Punic-Gasse. Schnell alles einstellen, wir wollen den Flixbus ermorden. Einige Fahrkarten. Was? Woche, Student, zwei Tickets. Danke. Gerne. Ich Park, Typ, Standard. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Passend. Nee. Einzel, Student. Wieder nicht passend. Nächster Halt. Wo ist der Flixbus hin? Weg. Weg? Weg. Ja, und über Rot. Backhirschgrün. Das ist Flixbus. Da ist Flixbus. Gut, weg. Mach ihn weg. Ha! Loser. Wenn du jetzt da links bist. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Oh, oh. Ananas. Ananas. Ja, Rambus. Hast du irgendwelche Bewusstseinsändernden... erweiternden Drogen? Ja. Ich glaube, wir verdienen diese Runde nichts. Ja, und wieder rein. Und links daneben. Wenn du links musst. Egal. Hauptstraße ist cooler, ne? Ja, ja, Hauptstraße fahren ist und links! Und hau ihn in die Seite rein. Bitte. Jetzt dränge dich links dran vorbei. Nein, sonst habe ich gleich... Wie viel Schulden habe ich schon? 11.000. Muss ich noch während zwei Haltestellen so viel verdienen, dass ich ins Plus komme, sonst werden die Haltestellen nicht gewertet. Also kannst du die Fahrt eigentlich abbrechen? Nein. Hallo, Rettungsgasse. Haben Sie einen an der Waffel? Mit zwei Waffeln. Ja. Hau weg. Soll ich die Fahrt doch lieber abbrechen? Ich wäre dafür. Du wärst dafür. Wobei, ich bezeichne mich ja eher als... Escape.
Abstimmung starten. Wieder kicken. Warte, wo fahr ich jetzt eigentlich hin? Weil der will links fahren und du willst rechts fahren. Bordstein. Winter der Leidenschaft ist auch. Ja, ja, ich hätte da gar nicht abbiegen dürfen. So egal. Hui. Au, 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 au. Jo. Der Bordstein hat nur hat 3000 kostet, aber das Auto rammt nur 1000. Ja. Realistisch. Hat es nochmal 500 gekostet. Nein, kein Leute überfährst. So. Nächster Halt, Siegesstraße. Bei dem Fahrstil einschlafen, ist recht. Tschüss. Den Führerschein im Lotto gewonnen, oder was? Danke. Eine Fahrkarte. Tag. Standard. Danke. Fahren wir auch noch zu früh ab. Nächster Halt, Handelszentrum. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Ja, weiß ich nicht. Ich bin bei Rot drüber gefahren. Vielleicht habe ich es platt gefahren. Vielleicht hatte das Huhn grün und ich nicht. Ist es im Flixbus gefahren? Ja, ja, ich bin hier Flixbus-Fahrer. Ich bin, Hallo, wir sind die... Und wir werden unfair behandelt. Ja, genau. So, wir sind Flixtrain. Warum gehört Flixtrain eigentlich noch nicht zu, Transdev? Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Hört das eigentlich auch als über Rot fahren, wenn man an der... Perfektion. Hey. Wir sollen nochmal zum Rathaus. Nächster Halt, Rathaus. Endstation. Passagiere zurückgelassen. MG bremsen. Ja. Also ich glaube, das kann man... Sollte jemals einer ein Best-of schneiden... Habe ich den jetzt dazu genötigt, über Rot zu fahren? Machen wir so eine rote Ampel-Challenge, einmal im Bus rennen. Boah, ich muss die Folge Speed-Challenge nennen. Wenn ich unter 50 km/h fahre, explodiert der Bus. Nein, krieg ich nicht. Ja. Schlagloch. Rot fahren. Das war aber kirschgrün, oder? Ja, kirschgrün, richtig. Richtig. Winter der Leidenschaft ist auch nach. Oh, oh, oh. Echt so spannend. Aquaplaning. Warum bremsen Sie nicht einfach, wenn ich dachte, das würden wir noch hinbekommen. Das stimmt, aber Christina ist... Bitte helft mir. Ja, ja, bitte helft Zentex. Der wird hier festgehalten bei Brot und Wasser und Pizzasuppe. Alle. Mein Appersoft ist auch alle. Mal cool, mehr eigentlich als zweimal rote Ampel überfahren. Da, guck mal, die ist auf ein neues Level gekommen. So, 30 Minuten müssen wir noch strecken, dass wir ein bisschen mehr Werbung schalten können. Genau, deswegen fahren wir die Runde jetzt einfach nochmal. Und dieses Mal anständig. Und dieses Mal zeige ich dann sogar den Bus der KVB. Ja. So, das ist er.
Ein Bus der Kölner Verkehrsbetriebe. Verkehrsbund Rhein-Sieg. Und ich weiß jetzt schon, dass ich für diese Folge extremst viel Hate bekommen werde. Weil, wie kann ich es denn als Simulatorspieler wagen, gerade so eine Busfahrt gemacht zu haben? Zum Glück hast du TSW nicht aufgenommen vorhin. Wieso? Der wahre Renntrabi. Ja, der wahre Renntrabi. Mit 196 km/h. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. So. Bitte. Durch den anschließenden Weichen rein. Ach, danke. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. So. Guck mal, dein Schild lag da immer noch. Habe ich das echt umgefahren? Ja. Lag das da auch umgefahren? Ja, du musst links. Ja, das lag da rum. Und ja. Hä? Hab ich gar nicht gesehen. Sie wissen, warum wir sie anhalten? Nö, sie haben eine rote Ampel überfahren. Hab Entschuldigung, die habe ich nicht gesehen. Und sie fuhren zu schnell. Mein Tacho, weißt du, du konntest nicht entscheiden. Ich habe meinen Tacho nicht gesehen. Fahren Sie dann. Fernbedienung aus dem Fahrgastraum. Aus Gefühl. Das waren gefühlte 40. Guck mal, ich zwing den. Vorfahrt zu missen. Was ist das? Ist das Vorfahrt missachten? Vorfahrt missachten. Vorfahrt achten oder Vorfahrt? Das ist Vorfahrt achten. Und da du rechts ab willst, darfst du eigentlich fahren. Wenn von links keiner kommt. Von links kam eigentlich einer. Ist das eigentlich Vorfahrt? Richtig so? Ja. Danke sehr. Eine Fahrkarte. Einmal Tageskarte Standard. Danke. Nein. Wenn ich gemeint bin, nö. Was würdest du machen, wenn die Ampel defekt ist? 5 Minuten darf. Waren es 5 oder 15 ich Minuten, nachdem man eine rote Ampel überfahren darf? Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend ist. 5 Minuten unter Berücksichtigung anderer geltender Regeln weiterfahren. Und diese Regeln? Rechts vor links, Vorfahrt vor. Nicht Vorfahrt. Warst du gestern auch oder im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Beziehungsweise die Prioritätenliste ist Polizei/Feuerwehr. Dann kommt die Ampel. Darf dann die Feuerwehr auch? Ja. Dann kommt das Verkehrsschild. Und dann rechts von uns. Okay. Au. Ich hab den Astra schon in der Frontscheibe kleben sehen. Ja, wir haben gerade eben schon Auto gerammt. War nicht ganz so schön. Also ich glaube, so langsam nähern wir uns auch dem Ende des Let's Plays Bus-Simulator. Gibt nichts mehr zu zeigen. Wir haben zwar noch nicht alle Busse gezeigt, aber so langsam... Welche fehlen noch? Ich glaube noch der Gelenk-MAN. Und der Gelenk-Iveco. Die fehlen noch. Aber so langsam habe ich halt das... Das Spiel ist ausgelutscht bei mir. Ja, ist so. Und jetzt kommt es auf euch drauf an. Wenn ihr sagt, ihr wollt die restlichen Busse unbedingt noch sehen, könnten wir ja nochmal irgendwie 1-2 Folgen oder so machen. Wir könnten ja mal so eine abgefuckte Multiplayer-Session machen mit Drag Races und so weiter. Ja, sowas könnte man auch machen. Und ja. Ich will.
Ich hab einen Fahrplan, ihr nicht. Jetzt einordnen. Einordnen. Und der Blick nützt im Bus nichts. Was halt das Bus auch nicht. Wusstest du, dass es bei der Fahrschule auch kritisch, wenn du nicht schnell fährst und wenn du aus oder in der Stadt im 4., 5. oder 6. Gang fährst, innerstädtisch sowie innerortisch, ist in der Fahrschule gestrickt, wenn du in Gang zu fahren. Okay. Dann zwar bei 5000 Umdrehungen, aber Vollsport. Danke. So. Nächster Halt, Handelszentrum. Entschuldigung, können Sie mich rauslassen? Ja, für kurz. Ja, immer noch auf dem Zebrastreifen, ne? Hier ist die Fahrkarte. Und ich dachte, ich hätte eine. Na klar. Raus! Ich glaube, eine gültige Fahrkarte. Irgendwann reicht's. Eskaliert gleich. Wer macht denn sowas? Immerhin ist grün. Oh. Als ob mich der so hart mitnimmt. Es war aber auch kirschgrün. Wie Fußgänger. Für den LKW, der da noch gefahren ist. Gut, wenn so ein LKW eine Person anfährt, dann kommt da auch kirschgrünes. LKW hat besser bremsen als ein Bus oder ein LKW. Oder als ein Zug. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Ein Zug hat einfach einen längeren Bremsweg wegen dem geringen Reibungswiderstand. Ja gut, ob er jetzt besser bremst, sei dahingestellt, aber ich glaube nicht, dass ein LKW an dieses 140 Tonnen bremsen kann. Nee. Also ein Zug bremst besser, aber braucht länger. Ja, wegen der Reibungsfläche. Richtig. Sowas, was das Auto da anhat, nennt sich übrigens Bremslicht und das bedeutet, dass er bremst. Kenn ich nicht. Ich hab keinen Führerschein. Ich auch nicht. Ich hab mich nie mit Autos beschäftigt. Ich schon. Was bedeutet das da? Was da? Warum hat er jetzt Bremslicht an? Weil auf der Bremse steht. Warum steht er auf der Bremse? Geht doch. Puh. Ja, und? Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Nein. Nein. Wir sind hier im Todesbus. Warum sollte er nicht auf der Runde? Keine Ahnung. Frag ihn mal. Und jetzt steht's auch auf der Bremse. Guten Tag. Haben wir den Fahrschein bitte? Nein, nicht spoilern! Wie war das? Swiper, nicht klauen! Dora. Dora die Explorer. So, endlich ist wieder grün. Hallo! Wer kann ich fahren? Wenn rechts vor links geht. Ja.
Ich habe jetzt versucht, Hochzeitsmarsch zu rufen. Nerd. Hat nicht geklappt. Ich habe ja auch keine unterschiedlichen Tonhöhen. Was gibt's hier eigentlich? Dauert jetzt ja ein bisschen. Ja. Und dauert wohl doch nicht ein bisschen. So, warten. So, jetzt sind wir am Handelszentrum. Nächster Halt, Handelszentrum. Kennst du dieses Rätsel, in welche Richtung fährt dieser Bus? Ja, natürlich. Eine Fahrkarte bitte. Einzelblend. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Ganz geil, hätten die das Design von dem Gerät so gemacht, Danke. Wie auch in echt das ist. Ja. Wobei es gibt ja mehrere Designs. Also ich weiß nicht, bei uns ist es meistens, ist es eigentlich immer so schwarz-pink. Links siehst du deine Halte, die du auch einstellen kannst und so weiter. Und rechts hast du dann die Kurzwahlen für die Tickets und dann kannst du dann noch auf weitere Tickets gehen und dann noch andere Tickets zu bringen. Okay. Gut, wir versuchen das noch mitzunehmen. So, komm schon. Hallo, 18. Bis nach Istanbul. So, jetzt sind wir an der Haltestelle Rathaus. Damit dann am Ende. Und ich bin auch komplett am Ende. Ja. Also wir nehmen gerade mitten in der Nacht auf, einfach weil es so heiß ist. Weil es nicht anders geht. Ja. Wir möchten ja nicht auf die Toilette ziehen, um von dort auf, nee. Aus aufzunehmen. Das. Wir haben ja doch noch schon ein Tschüss. Bisschen Qualitätsanspruch. Ja. Minimalen Qualitätsanspruch habe ich dann ja doch. Das ist immer noch verrückt, ne? Ja, ja. Gut, aber ich denke, das wär's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin und bye bye. Ciao.